Für die Abiturienten der Pater-Damian-Schule Eupen war es heute eine Unterrichtsstunde, die sie wahrscheinlich nicht so schnell vergessen werden. Crashkurs DG stellt die Realität bei Verkehrsunfällen dar. Nichts wird beschönigt, die Bilder und Erfahrungsberichte der Polizisten, Notärzte oder Feuerwehrleute beeindrucken tief. Ich hätte zwischendurch echt mal eine Pause gebraucht, weil mein Herz war am Rasen, meine Finger waren am Schwitzen und ich habe zwischendurch auch einfach geweint. Also ich werde mir das demnächst öfters mal überlegen und auf jeden Fall immer Mama anrufen. Also ich habe gar nicht damit gerechnet, ich habe zwar alle gehört, aber ich wusste nicht, dass es wirklich so krass ist. Also echt krass, also man konnte echt nachempfinden, was denn erzählt wurde. Und ich glaube, das stößt auch zum Nachdenken an, auf jeden Fall. Unfallopfer und Angehörige erzählen, wie ihr Leben plötzlich nicht mehr dasselbe war. Wie innerhalb weniger Sekunden Lebensträume zerplatzen, wie geliebte Menschen auf einmal nicht mehr da sind. Bei allen hat das Erlebte tiefe Spuren hinterlassen. Crashkurs DG will aufrütteln, nicht traumatisieren. Zuerst einmal haben wir mit den Schulen vereinbart, dass im Vorfeld die Jugendlichen sensibilisiert werden auf das, was heute gezeigt wird. Als zweitens haben wir mit den Schulen vereinbart, dass die Personen, die in den letzten Monaten selbst mal Zeuge eines traumatischen Ereignisses waren, dass diese Leute, dass es denen freigestellt wird. Während der Sitzung haben wir ebenfalls Sozialassistenten im Saal. Das heißt, wenn der eine oder andere einmal sagt, das wird mir jetzt etwas zu viel, ich muss nach draußen nur schnappen, werden sie sofort begleitet. Und nach der Sitzung kommen die Leute hier ins Foyer und werden noch die Möglichkeit haben, in einer sogenannten Nachbereitung einen Austausch zu bewirken mit den Referenten. Verkehrsunfälle mit Schwerverletzten oder Todesopfern. Alle im selben Alter wie die Schüler selbst. Viele Unfälle hätten vermieden werden können. Zu hohe Geschwindigkeit, Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss, Handy am Steuer oder nicht tragende Sicherheitsgurts. Also ich fand das jetzt wohl heftig. Also für mich war es jetzt schon. Es haben halt auch viele geweint. Und ja, also die Videos waren vor allem heftig. Und die Unfallgeschichten fand ich jetzt auch ziemlich krass. Ich finde es sehr gut, dass sowas hier gemacht wird, weil ich denke, dass halt einfach viele Menschen viel zu schnell fahren. Und ich kenne auch selbst Leute in meinem Umkreis, die halt nicht so gut aufpassen. Und ich denke, es sollte nicht nur in Schulen so gemacht werden, sondern auch vielleicht an Arbeitsplätzen. Man hat was daraus gelernt, hat einen mitgenommen und man denkt endlich mal daran. Man hat sich vielleicht davor noch nicht so darüber Gedanken gemacht und das hat einen schon eher dazu bewegt. Das ist der Effekt, den wir uns auch erhoffen, dass die Jugendlichen, die hier teilnehmen, wenn sie hier rausgehen, etwas mitnehmen und sagen, okay, das hat etwas getan an meinem Verhalten. Mein Verhaltensbewusstsein hat sich geändert. Also das ist die Tatsache, worauf wir hier spekulieren. Aber wie schon gesagt, eine Garantie hat man nie.